Kniet nieder vor dem Gott des Todes. Willkommen zum Kartenchaos dieser Woche. Ich habe dieses Kartenchaos leider schon gespielt. Ich habe versehentlich die falsche Taste gedrückt. Ich habe nämlich auf die andere Taste gedrückt, dass er mir die letzten 2 Minuten abspeichert, nicht auf Aufnahme. Deswegen habe ich schon bekommen, was hier drin ist. Man kriegt wieder ein Karten, eins von den neuen Kartenpack, was erst in April rauskommt. Und somit ist gut. Ein wahres Mammutia. Die Party geht ab. Arbeitet mit einem anderen Spieler zusammen, um das Wirtshaus zu dekorieren. Und das neue Hearthstone ja gebührend einzuläutern. Los geht's! Ja, wie es schon da beschrieben ist, man spielt hier zu zweit. Es hat nun leider einen Nachteil. Es spawnen halt. Man muss sich gegenseitig wirklich helfen. Finde ich eigentlich ganz cool, solche Matches, also solche Kartenchaos. Ich habe damals eins gespielt, da war irgend so ein Vieh mit 80 HP. Da musste man auch im Team arbeiten, um das kaputt zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war echt gut. Und es war auch nicht einfach. Ich muss die Wildnis schützen. Seid auf der. So, ich habe nur hohe Karten, das ist schon mal scheiße. Also ich kämpfe nicht gegen ihn, sondern gleich gegen was anderes. Was ist denn? Frohes neues Jahr! Setzt eure Heldenfähigkeit ein, um gemeinsam andere Spieler zu viert zu. Frohes neues Jahr! So. Wie gesagt, man muss es auf 25 hochkriegen, die Heldenfähigkeit. Zählt für beide. Desto mehr Mana man ausgibt und desto schneller geht es natürlich nach oben. 2 von 25 haben wir im Moment. Achso, ich habe noch nicht fertig gedrückt. Entschuldigung. Mein Fehler. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Scheiß. Die Typen versuchen sich auf die Party zu schmuggeln. Ladet sie wieder aus. Ja, sie gehen direkt ins Face. Also die gehen direkt Face. Deswegen sind die ein bisschen schwierig zu handeln. Am liebsten hätte ich ihn jetzt hier, aber das ist auch scheiße. Aber wirklich zu hohe Karten hier auf der Hand. In dem Match, was ich gespielt hatte, war ich der Druide und mein Partner, der Schurke. Aber wir beide hatten dieselbe Karten bekommen, nämlich die rasende Reporterin, die war eigentlich relativ gut hier. Ich frage mich, ob... Gott, ich vergesse mal auf fertig zu drücken. Entschuldige, mein russischer Freund. Ernsthaft? Okay. Das ist absoluter Blödsinn hier, ne? Alles klinisch getestet. Würde das gehen? Ja, es geht. Warte, wie viele Karten hast du auf der Hand? Hier. Genau. Dann kriegst du Bananen auf der Hand. So. Kannst mich ruhig... Obwohl, wenn du den Moloch auch hast, spiel den ruhig, dann kann ich den Drachen ausspielen. Die Story wird ein Knüppel. Genau, sehr schön. Er hat den. Fügt einen unverletzten Charakter. Aber wie gesagt, man kann nicht face gehen, also man kann jemand anders nicht schaden. So. Ja, man muss jetzt so ein bisschen aufpassen, genau. Spielen wir ihn hier. So.
Ich muss ihnen ein bisschen helfen da. Scheiße, wenn du deine Reporterin jetzt verlierst, aber... Genau. Sehr schön. Machen wir das so. Stellt drei Leben wieder her. Bei mir ich oder? Danke euch. Kein Problem. Das war's. Ah, die weite, weite Welt. Wer denn hier? Der Gegner ein Zauberwerk, der haltet ihr eine Kopie davon und gebt ihn. Gibt ihm eine Münze. Erdnüsse im Sonderangebot! Natürlich jetzt doof. 9 Mana habe ich leider nicht. Müsste weniger Leben haben, dann lohnt sich der. Dann spielen wir nochmal einen Drachen hier. Komm. Meine Augen sind offen. Machen wir das so. Das könnte kurz wehtun. Gut, die Karte werde ich erst spielen, wenn er wirklich unter 15 HP hat. Aber Zauber, ich kann mich nicht erinnern, dass ich viele Zauber... Doch, er hat Jade, Jadeöl. So, ist fertig jetzt, ne? Ja. Zeit, den Pinator zu zerbrechen. Aber Vorsicht, die ungeladenen Gäste werden aggressiver. Oder irgendwie sowas, genau. Die werden jetzt auf jeden Fall stärker. +2/+2. Und wir müssen jetzt versuchen, ihn hier zu kaputt zu machen. Er wechselt immer die Position, je nachdem, wer dran ist. Problem ist... dass seine Rasenreporterin 13-4 hat. Oh, nice, den hat er. Ah, jetzt habe ich sie auch, na toll. Oh, scheiße. Was? So das denn jetzt? Oh, anscheinend hat sich die Kabale an Boden. Okay, Schippe feindlichen Helden. Ich muss auf jeden Fall jetzt auch das Feld klären, weil sonst werde ich gleich sterben. Meine Hand ist zu voll. Wie
Wähle aus, wenn ich dir einen Zwilling ungelangen Gast oder jeder Spieler des Spiels. Die Story wird ein Knüpp. So ein Scheiß. Lass sie bloß am Leben, er. Greif jetzt nicht mit der an. Was tun? Ach so, eine Scheiße, er hat einen zweiten. Oh oh, oh oh. Hast du eine Karte, wie du deinen eigenen zerstören kannst? Hat. Lassen wir die Sau raus! Ich will antworten! Yippie-Aye! Schweinebacke! Schwein! Poh! Ist das zum Kotzen! Also, was du machen könntest, ist mit ihr angreifen, sind 18. So gut, 6, 9, 11 Schaden. Und dann macht das 3. Es macht 3. Oh, Glück gehabt. Haben wir es aber echt ganz... Haben wir es doch ganz knapp geschafft. Einer voller Erfolg. Danke, dass ihr das Jahr des Mammuts mit uns gefeiert habt. Naja, das Jahr beginnt doch jetzt erst. Somit war es mit diesem Kartenchaos dieser Woche. Wie gesagt, es war ein Pack von dem neuen, was am April rauskommt. Ja, auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Also auf solche Dinger stehe ich, wenn man zu zweit spielen kann. Ich verabschiede mich von hier aus und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao!